Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Ich möchte heute noch einmal zurückkommen auf die Mail einer Dojo-Leiterin, mit der ich schon seit einigen Jahren immer wieder im Mail-Kontakt gestanden habe. Und sie schrieb mir, sie hätte dieses Jahr beim Neujahrs-Session Zeilen aus meiner Mail vorgelesen, in denen es über Katharsis ging. Im T-Show, glaube ich, ne? Während der Session. Und ich habe geguckt in meinem Mail-Katalog, ich habe da aber nichts gefunden. Also ich bin jetzt selber überrascht und neugierig, was ich da wann geschrieben haben könnte. Denn wie auch immer, aus meinem Google-Mail-Account ist es verschwunden. Was ich gefunden habe, die Mailschreiberin scheint mir so fast jedes Jahr im Januar, ne, immer nach dem Neujahrs-Session zu schreiben, zu berichten, wie das Session für sie war. Und es scheint niemals leicht zu sein. Und ich kann sagen, ne, für mich war es nie leicht. Wenn ich jetzt nach Deutschland reise und da eingeladen bin, zum Beispiel in Blankenbach, zum Beispiel im Wolkentor oder im Felsentor in der Schweiz oder letztes Jahr in Weihahn. Wenn ich irgendwo zu Gast bin, ist es nicht so schlimm, denn ich bin ja nach einer Woche wieder raus. Wenn du allerdings wirklich Leiter bist eines Klosters oder einer Sangha und die Leute kommen immer wieder und du weißt, ich sehe die auch nächste Woche wieder und übernächste und vielleicht werden die auch noch in 2-3 Jahren da sein. Der Druck ist ein ganz anderer, ne? Und das kenne ich. Deshalb, ich habe ihr mal vor einigen Jahren geschrieben, eines meiner Lieblingszitate von Sawaki ist von Sazen ins Auge genommen, von Sazen ausgeschimpft, von Sazen den Weg verstellt, von Sazen herumgeschleift, jeden Tag blutige Tränen zu vergießen. Ist das nicht die glücklichste Form von Leben, die man sich vorstellen kann? Ich glaube, die meisten gesunden Menschen werden sein, nein, um Gottes Willen, da kann ich mir glücklichere Formen vorstellen, mein Leben zu leben. Ne? Aber jemand, der wirklich sein Leben dieser Praxis, diesem Weg gewidmet hat, der versteht vermutlich, wovon der Sawaki hier spricht. Ne? Das ist nicht einfach. Da ist man nicht immer unbewegt, ne? Der unbewegte Herzgeist im Zustand des Nirvana, sondern auch das ist eine Bedeutung von mit beiden Füßen im Samsara stehen. Ne? Da müssen auch blutige Tränen geweint werden und man hat oft das Gefühl, dass mir Sazen den Weg verstellt. Und das geht nicht nur den Anfängern so, sondern selbst einem Dojo-Leiter geht das so. Aber weiter, am Ende meines letzten Videos kam ich dann endlich auf die Fragen zu sprechen, die die Mailschreiberin an mich hat, und zwar lauten sie: Jetzt komme ich endlich zu meiner Frage an dich. Wie schaffst du die Gratwanderung zwischen der Nähe zu den Menschen und der klaren Vermittlung von Zen? Wie schaffst du das, diese Gratwanderung? Und mit der Gratwanderung ist vermutlich gemeint, zum einen, du willst den Menschen nah sein und nicht nur nah, sondern du willst auch sie nicht verletzen. Du willst sie ja nicht zerbrechen. Andererseits, du willst keine Kompromisse machen, du willst ihnen keinen Cocktail servieren, sondern es soll schon das reine Wasser sein, auch wenn du weißt, manchmal das schmeckt denen nicht. Die wollen ihren Orangensaft haben, aber und du weißt, sie wollen den Orangensaft haben, aber du willst ihnen reines Wasser vorsetzen. Und reines Wasser kann manchmal heißen Session ohne Tesho, ohne Sutra-Rezitation, ohne Kyosaku. Einfach nur sitzen, auch kein Mondo. Keine Fragen werden gestellt, keine Antwort wird gegeben. Wie schaffst du die Gratwanderung zwischen dem, ja, was die Leute von dir erwarten, und manche kommen ja auch zu dir, weil du für die so eine Vaterfigur bist, ne? Manche wollen Schutz von dir, manche wollen Liebe, Aufmerksamkeit, Empathie. Und vor ein paar Jahren ging es auch um die Frage, das hat dieselbe Fragestellerin gestellt, ne?
sitzen mit dem Gesicht zur Wand wie der Bodhidharma oder sitzen in den Raum. Und dann siehst du die Sangha. Traditionellerweise wird sowohl im Rinzai als auch im Soto, zumindest der Leiter sitzt mit dem Gesicht zum Raum. Im Rinzai sitzen alle mit dem Gesicht zum Raum. Ne? Aber im Soto sitzt der Rest mit dem Gesicht zur Wand, aber der Leiter sitzt mit dem Gesicht zum Raum. Das war auch der Uchiyama in Antai, der gesagt hat, nö, ich setze mich auch mit dem Gesicht zur Wand. Manche finden das gut, ich fand das immer cool, ne? Dass auch der Leiter mit dem Gesicht zur Wand sitzt. Aber manchen Leuten fehlt da auch was. Ne? Ich will gesehen werden, ich will, dass mich der Meister sieht. Und wenn der Meister dann mit dem Gesicht zur Wand sitzt, dann fehlt plötzlich was. Solche Menschen gibt es auch. Was macht man in dem Fall? Ne? Was machst du? Wie schaffst du die Gratwanderung zwischen der Nähe? Und gemeint mit Nähe ist eben halt nicht nur Nähe, sondern auch, dass man die Bedürfnisse der Menschen würdigt. Die Gratwanderung zwischen einer Würdigung der Bedürfnisse des Einzelnen und einer klaren, kompromisslosen Vermittlung von Zen. Die Antwort auf diese Frage ist, die meiste Zeit schaffe ich das gar nicht. Ne? Ich schaffe es nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich schaffe es vermutlich auch heute nicht. Es ist nicht zu schaffen. Diese Gratwanderung, du musst es schaffen. Ne? Du musst diesen Grat gehen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Du machst es ständig falsch. Du wirst nie alle glücklich machen. Mir ist es nie gelungen, alle glücklich zu machen. Dass alle gesagt haben, super, das war toll, wie du das gemacht hast. Ne? Sondern es gibt die einen, die sagen, du bist der Nazi, ne? Du machst das alles viel zu autoritär. Und die anderen, die sagen, du bist viel zu locker. Warum redest du nie mal Tacheles, ne? Und die sagen, du machst es genau richtig, genau das hatte ich mir gewünscht, sind sehr selten. Ne? Du wirst nie alle glücklich machen. Zumindest mir ist es nie gelungen. Ich habe die Gratwanderung nie geschafft. Nie geschafft. Vor allem, wo du mittels der Medien aus der großen Meisterdistanz getreten bist und Nähe in gewissem Maß zulässt. Ich bin ja jetzt nicht mehr in den Bergen im Kloster, sondern hier auf YouTube. Jeder kann mir Fragen stellen. Das heißt, ich bekomme jetzt auch Fragen und beantworte Fragen. Ich gehe auf Fragen ein, die mir so in Antaishi wahrscheinlich nie gestellt worden wären, weil die Leute nie den Weg geschafft hätten. Die hätten es nie ausgehalten in Antaishi. Die wären schon am nächsten Morgen abgefahren. Und solche Leute können mir hier bei YouTube trotzdem folgen, die können Fragen stellen und das wird von mir gesehen. Die bekommen ein Herzchen von mir und ab und zu mal auch eine Antwort. Da ist eine gewisse Nähe, das ist aber auch eine Illusion von Nähe. Ich muss ja nicht mit den Leuten zusammenleben. Ich muss denen kein Essen servieren, ich muss nicht dafür sorgen, dass die einen trockenen Platz haben zu schlafen. Ich muss mich nicht um die kümmern, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Ich muss mich nicht für die übersetzen. Also in der Beziehung ist jetzt sehr viel weniger Nähe. Im Kloster, ich war mit den Leuten 24 Stunden am Tag zusammen. Ich war für die verantwortlich. Und hier auf YouTube, also die Nähe, ne, das ist eher eine Illusion von Nähe, glaube ich, ne, die dadurch kreiert wird, dass ich hier täglich 12 Minuten in die Kamera gucke. Die Leute, die mir zugucken, haben wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl, der guckt mich wirklich an. Der Muhu, der geht wirklich auf unsere Fragen ein. Aber für mich ist das sehr viel weniger als das, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, was du jetzt vermutlich heute noch machst, nämlich wirklich mit den Leuten zusammen sitzen, 5 Tage. Und dann nächste Woche trifft man sich wieder im Dojo in der Großstadt. Ne? Das ist eine andere Sache. Das heißt, jetzt, was ich hier mache, für mich ist sehr viel einfacher. Ne? Auch wenn es vielleicht so wirkt, als wäre ich vom Berg hinunter auf den Marktplatz gekommen. Ne? Und hier der Hotei, ne? Der allen erlaubt, ihm Fragen zu stellen. Und er geht auf alle ein, selbst auf die Schlauchbootfragen. Ja, aber 12 Minuten am Tag. Ne? Den Rest des Tages habe ich für mich. In Europa ist Selbstbestimmung ein nicht hinterfragter Wert. Von diesem Blickpunkt aus habe ich einen Fehler gemacht. Also man kann ja nicht
in Europa dasselbe machen, was man in Japan machen würde. Europa ist Europa, Japan ist Japan. Selbstbestimmung muss auch gewürdigt werden. Aber ja, wie schafft man das in einem Umfeld, in dem Selbstbestimmung nicht hinterfragt wird, die Leute trotzdem an den Punkt zu bringen, wo sie sich selbst hinterfragen? Ne? Wie gelingt das einem? Schwierig, ne? Oft ist es schwierig. Ich habe einen Fehler gemacht, schreibt die Mailschreiberin. Ich kann nicht einfach den Kurs wechseln, auch wenn ich es aus guten Gründen mache, ohne Einwilligung der Beteiligten. Bitte schreib mir, wie du das siehst. Ja, also ich glaube, ich habe eine ähnliche Antwort auch schon früher gegeben. Ne? Also dann bring das doch mal auf in der Sangha. Ne? Also es muss ja nicht mitten im Session diskutiert werden, aber vor dem Session, nach dem Session, zwischen den Session können solche Dinge ja in der Sangha besprochen werden. So ehrlich, wie du es mir gegenüber tust, kannst du ja auch in der Sangha dein Problem, dein Dilemma, diese Gratwanderung erklären, wie du dich fühlst, wo du glaubst, dass das Problem ist, ne? Und dass du aber auch die Bedürfnisse der anderen siehst, das Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit, aber du siehst da einen Konflikt mit der Vermittlung von klaren, kompromisslosen Zen. Erklär das mal so, wie du es in deiner Mail mir gegenüber erklärst. Der Sangha erlaubt denen, ihre Standpunkte darzustellen. Es muss jetzt nicht demokratisch alles abgestimmt werden jetzt, ne? Aber es macht es vielleicht auch leichter für dich zu sehen, wo der Weg ist. Ein gehbarer Weg, nicht nur für dich, sondern auch für den Rest der Sangha, ne? Besonders wenn du den Eindruck vermitteln willst, ne, ich mache das hier nicht autoritär ganz alleine. Ich will keine Diktatorin sein. Aber jetzt sind wir wieder am Ende der Zeit. Danke fürs Zugucken.